Ich glaube, jetzt wird sehr, sehr wild, Leute. Auf meine Art. Wer hätte das von Dortmund erwartet? Pumping Monkey Tinder. Lange ist es her, dass die letzte Folge rauskam. Es ist heiß erwartet. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob ich hier wieder einen Vollausraster bekomme. Bereitet euch mental auf das Schlimmste vor, Leute. Wir legen los. Hey, noch ein Mädchen. Auf jeden Fall wurde ich in Dortmund. Okay, da ist, ich mach mal gerade die Kamera links. Hier wird man auf jeden Fall was Zensiertes sehen und es ist das erste Mal so richtig zensiert und nicht mit der YouTube, mit der Zensur, wo das Licht, wo das Gesicht nach 2 Sekunden wieder zu sehen ist. Ne? Okay. Und hops genommen, ich habe einen Platzverweis bekommen direkt am Phoenixsee, deswegen bin ich jetzt bei Phoenix West. Ja, okay, einer hat Platzverweis bekommen. Es war Privatveranstaltung gemacht, ohne eine Story anzukündigen. Deswegen bin ich gespannt auf Dortmund, weil ich auf Dortmund bin ich schon seit Monaten gespannt. Okay, ihr könnt schon die Tinder-Aufstellung sehen, oder? Fangen wir an? Ready? Gut, wir fangen an, weil ich habe ein bisschen Feuer, bevor die Cops kommen und mich hops nehmen. So, bevor wir anfangen, checken wir einmal unsere Ladies okay. an. Bitte, kommt schon. Let's go. Oh mein Gott, guckt ihr euch mal an, Alter. Einer hübsche, wow, Models sind da. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Warum machst du da mit und sagst im Nachhinein so, nee, ich mach doch nicht mit. Am Start. Jetzt die Jungs. Boah, Alter, krass. Oh mein Gott. Okay. Tupac ist auch am Start. Way, yo. Okay, wisst Bescheid. So. Sind auf meine Art Ladies first. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Semina, 18 Jahre alt. Woher kommst du? Okay, ganz normal wirkt jetzt erstmal nicht so, als ob sie gleich böse Töne spucken würde. Aus Schwelm, ist in der Nähe von Wuppertal. Schwelm? Hm. Okay. Schwelm? Okay, noch nie gehört. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Die sind, das, genau, auf der Veranstaltung hier ist 2G. Ja, das ist richtig. 2G plus sogar. Ja. Abchecken. Check diesen Gigo einmal von oben bis unten ab. Okay, Ella Coston. Jetzt sag uns, dieser Stand. Bist du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ja, schon. Also er hat einen freshen Style, so. Okay, korrekt, korrekt. Ja? Schon mal ein guter Anfang. Ich mag's. Ein Jahr, Applaus bitte, komm. Sehr schön. So macht man das korrekt. Danke also dir. Ist er dein Typ. Ja, schon. Okay, gehen wir rüber, hören wir uns die Meinung von drüben. Okay, was jetzt bin ich mal gespannt. Stell dir vor, er wird so nett gedatet, sag ich mal. Also sie sagt ja und er haut jetzt so den asozialsten Front raus. Stell dich vor. Ich bin Darren. Darren? Aaron. Gert Warren. Gert Warren. Darren. Okay, Darren, yeah. Check sie mal von oben bis unten. I've been feeling fine. Okay. Auch komplett normal. Sieht ganz gut aus. Ja, was sagst du? Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Auf jeden Fall. Ha? Auf jeden Fall. Sie hat sehr schöne Augen und so. Okay. Ja, das war das sehr harmonisch hier. Oh, hey, wir haben ein Date. Okay, erste Date. Total, Alter. Dortmund. Gefällt okay. mir. Bisher alles ohne Strapazen. Sehr schön. Komm her. Gehen eins weiter. Sehr gut. So muss Tinder anfangen. Stell dich mal vor. Ich heiße Michelle. Michelle? Ja. Woher? Ich komme aus Lüne. Wann wurde das Video gedreht, Alter? Weil das, die sind alle so angezogen, als ob es übelst warm wäre. Ich bin Landsfrau. Ich bin Polin, Griechin, bisschen Deutsche. Okay. Polin, Griechin und bisschen Deutsche, okay. Dann check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, auch Lacoste, also heute sehr begehrt Lacoste da in der Runde. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Also dafür, also eigentlich stehe ich nicht so wirklich auf. Aber dafür, dass er einer ist, sieht er eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen. Okay, das war natürlich meine Ansage. Dafür, dass er einer ist, sieht er ganz okay aus. Okay, also? Auch blaue Augen, das mag ich. Ja oder nein? Mhm. Ja, kann man machen, würde ich machen, ja. Kann man machen? Okay, wir haben schon mal ein Jahr. Jetzt hören wir mal uns an, was er dazu sagt. Mal gucken, ob wir noch ein Date hinbekommen. Was geht ab, Gigo? Schon barisch, 17 Jahre alt. Woher? 17 einfach, krass. Sieht älter aus als ich. Aus Remscheid. Bist du Türke? Kurde. Ah, okay. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Dieses Mal war es wirklich zu krass. So. Uff, Nike Huarachi, Alter, die habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Barisch. Sag uns mal, würdest du sie daten, ja, nein? Ja, schon. Das ist nicht so mein Typ, aber ich würde es trotzdem machen. Guck mal, wie süß die Grinsfilm. Ja, wegen No Nut November, du weißt, diese Bruder. Sieh mal. Ja, die schämt sich ein bisschen für das. Ey, wir haben ein zweiten Date, das ist unglaublich. Krass, was ist das denn? Ich glaube, es gab es noch nie. Unglaublich. 3 Minuten Harmonie in einer Pumping Monkey Tinder-Folge.
Dann gehen wir eins weiter. Stell dich mal vor. Alina aus Essen. Alina. 19. Was für eine Landsfrau? Russin. Russin? Russin hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ja. So, Russin, ja, so als ob die so übelst enttäuscht ist. Okay, check ihn mal ab von oben bis unten. Ruhe vor dem Sturm, ja, das kann natürlich auch sein. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein. Nein, aber der ist jetzt nicht hässlich so. Okay, Ansage schon mal, hier aus der Essener Fraktion. Boah, und der fühlt sich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gekränkt, weil im Hintergrund noch fett Fitna gemacht wird. Warum würdest du ihn nicht daten? Ist halt nicht mein Typ, ne? Ist ein bisschen jung. Ich bin ein bisschen älter als er. Okay, was gefällt dir nicht an ihm? Ich weiß nicht, sein Style. Oh, okay, jetzt wird nochmal nachgetreten. Also das, langsam wird sich das jetzt hochschaukeln. Ich merke es schon. Seine Haare, sein Bärtchen. Deine Haare, dein Style, dein Bart. Okay, okay. Nein, die Haare sind schön, aber zu lang. Ein bisschen kürzer. Okay, also ein Nein. Nein. Hören wir uns die Meinung mal von drüben, Mann. So. Hi. Assalamualaikum. Alaikum salam. Stell dich mal vor. Mohammed, mein Name. Mohammed? Ja. Woher kommst du? Ich komme aus Dortmund. Okay. Ja. Der ist ein bisschen stabil drauf. Check's ihn mal ab, oder? Ich riech das schon. I've been really trying, baby. Kannst du ihr Bauch auch filmen? Das ist halt so typischer 2021-Style von ihr. Da machst du nichts mit falsch. Ich schieße jetzt aber auch nicht aus der Masse raus. Okay, ich bin Mutter, ich hab ein Kind bekommen. Ja, wenn du Mutter. Die ist Mutter? Okay. Was machst du hier, Walla? Okay. Berechtigte Frage. Vielleicht auch nicht. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was hast du gesagt? Der ist nur so, weil der einen Korb bekommen hat. Sonst wäre der niemals so. Der hätte mich um die Ecke genommen und ge***t, auf jeden Fall. Ja, okay. Okay, der hätte mich um die Ecke genommen und ge... Okay, es fängt an, Leute. Wir wussten alle, was auf uns zukommt. Und ihr steht ja mehr auf solche Bäuche, oder nicht? Ich dachte, flache Bäuche sind nicht schön. Was hat der gesagt? Ich hab nichts verstanden. Du bist 16 Jahre alt. Was bist du jetzt? Sei mal ehrlich. Du kommst aus Dortmund. Ey, komm, also jetzt mal hier auf den billigen, zensierten Plätzen bitte jetzt mal gerade bitte Ruhe. Sie ist ja sowieso erstmal dran. Du kommst aus Bochum. Du bist 16 Jahre alt. Alter. Ja, was hat das damit zu tun, dass er aus Bochum kommt? Ob der jetzt Shots feiern darf oder nicht? Ja. Du kommst aus Bochum, du sagst, du kommst aus Dortmund. Du bist 16 Jahre alt und der heißt doch Ufuk. Der ist 16, das ist auch wirklich echt krass, dass der 16 ist. Der sieht aus wie, keine Ahnung, 22. Ufuk, du bist 16 Jahre alt. Okay. Wo ist eigentlich deine Mutter? Im Klass, ne? Halt deine Weiß ich auch, warum die zensiert werden wollte. Hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Ganz unangenehmer Auftritt. Bruder, die eine, ihr Kind chillt zu Hause, die andere labert mich voll. Bruder, geht abnehmen, Wallah. Ja, das mit dem Abnehmen, das war natürlich jetzt politisch nicht so ganz korrekt, aber das mit dem, die eine labert mich voll, das habe ich schon sehr, sehr krass gefeiert. Geht abnehmen. Am besten Low Carb geht, Wallah. F*** euch, Wallah. Du rufst mich doch an. Der war noch nie bei seiner Oma über Nacht. Ist doch normal, oder nicht? Sie gibt ihr Kind also zur Oma zum Übernachten, weil sie davon ausgeht, dass sie heute Nacht nicht zu Hause ist, weil sie auf diesem Pumping Monkey Tinder-Ding jemand Nettes kennenlernt. Das ist eine sehr motivierte Einstellung für ein Pumping Monkey Tinder-Ding, sag ich euch ehrlich. Jugendlich, ich kann doch mein Leben bisschen... Ja, jugendlich und Leben genießen, weiß ich nicht, wenn man die Verantwortung halt für ein Kind trägt, ne? Aber ja. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Bruder! Kauft euch alle Suchti. Wenn das seine Aussage war. 16 hier jetzt mal im Ernst mit 16. Ja, zeig mal. Leg mal raus. Hast du nicht gerade noch zu mir gesagt, heute bist du 19? Dankeschön. Walla, der denkt, der kann mich
Medical Detective, stimmt das? Stimmt das? Was denn? Dass du 16 bist. Ich 16? Was denkst du, wie alt ich bin? Weiß ich ja nicht. Du hast gesagt, du bist 19. Auf jeden Fall keine 16. Oder so. Du bist 18. Manchmal bin ich 18, manchmal bin ich 19. Man weiß es nicht, Wallah. Man weiß es nicht, Wallah, okay? Ja, weiß ich nicht, ob das Wallah da so angebracht war, aber gut, wir machen weiter. Also willst du sie daten? Ja, Noah. Oder meinst du das ernst? Ist nur eine Frage. Bruder, was ist das für eine Frage, Alter? Ganz klar, nein. Okay. Ja, vielleicht ist er ja ein MILF-Hunter, sag ich mal. Doch, ich steh nicht auf ja, Wallah. Wallah, ich steh nicht auf Malik, aber nichts gegen dich, Wallah. Ja, wenigstens hab ich einen fetten Arsch, aber okay. Wenigstens hab ich einen fetten Arsch, okay, ja, gut. Wallah, ich steh nicht auf Malik. Jetzt kommen wir mal Futter von rechts. Okay, also absolutes No-Go. Wir gehen rüber zu den Mädels. So, okay. Jetzt darfst du stellen. Oh, jetzt wird's. Ich glaube, jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Schau mal vor. Ich komme aus Essen. Bin 17 Jahre alt. Check mal Tupac einmal von oben bis unten. Einfach Turban X Durag. Jetzt sag uns, würdest du. Outfit, glaube ich, bisher das Beste hier. Zu Tupac daten, ja oder nein? Würde ich bestimmt. Bestimmt. Wie alt bist du? 18. Würde ich machen. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die ja sagt. Ich glaube aber, er gibt ihr jetzt einen asozialsten Korb und daraufhin rastet sie aus, weil die damit nicht klarkommt, dass sie ja gesagt hat und er nein. 18. Okay, aber noch kein Date. Also ja. Ja. Ist ja dein Typ. Ja. Stehst du auf so welche? Du könntest vielleicht das auf so welche Haarband abmachen, aber ich glaube, dann wird es besser aussehen, aber hey, was ist das denn? Okay. Okay, sehr schön, korrekt. Gehen wir rüber. Sie hat ja gesagt. Stell dich mal vor. Ich bin Ali, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Remschen. So, okay. Ich bin Ali, 18 Jahre alt und komme aus Remschen. Okay, das haben wir alles verstanden. Weiter. Check du sie mal ab von oben bis unten. Hat die ja in Schlüsselbund hingehangen? Okay. Weiß jetzt nicht, ob das ein cooles Detail ist, aber. Warte mal ganz kurz. Die Air Max, die haben, glaube ich, auch schon mal ein bisschen bessere Tage gesehen. Naja. Ali, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also, ich würde so sagen, wenn ich Druck habe, ja, aber. Das war natürlich eine harte, ehrliche Antwort. Also nichts gegen dich. Ich schwöre, nichts gegen dich. Ich schwör's dir. Das ist ganz nett gemeint hier. Ja, das klang auch sehr, sehr nett. Aber an sich, du bist eine gute 6 von 10, bin ich ehrlich. Boah, das will sie natürlich gar nicht hören. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Eieiei, wenn ich Druck habe, würde ich. Du bist ja eine 6 von 10. Oder ist 6 von 10 bist nicht zu viel, Alter? 6 von 10. Presse, du rufst mich immer an. Hör mal. Oh, ey, jetzt sind wir alle. Boah, jetzt kommt Handybeweis, dass der andere sie immer anruft, okay? Das war noch gut, ne? Wallah, ganz normale Chats, man darf nicht mehr schreiben. Man darf nicht mehr schreiben. Guck mal, ich. Oh, jetzt, das ist aber natürlich jetzt trotzdem ein bisschen unangenehm für ihn, dass da vorher schon mal ein bisschen gechattet wurde. Er so, alles okay, ich frag, woher Nummer? Du hast gegeben, während du betrunken warst. Hä? Hey, aber. Oh, das war jetzt für ihn ein bisschen unangenehm. Das hat ein kleines Comeback gehabt, auf jeden Fall. Ich weiß es doch! Warte, ich lese, warte, ich fände das Zittern, ne, bei Gott. Ehrlich, ne, unter uns, als du getrunken hattest, hatte ich generell schon Druck, weißt du, war leicht angetrunken. Ich wollte unbedingt mit dir in eine Ecke, dies, das, you know, du so, nee, meine Mama. Oh, boah, da hat sie den schon gerade auf ganz falschen Fuß erwischt. Warum veröffentlicht man das? Ja, Bro, ich kann schon verstehen, dass sie das veröffentlicht. Der hat die vorher zu Tode gedisst und gesagt, boah, ist ein 6 von 10 nicht zu viel? Und dann zeigt sie, dass er ihr vorher geschrieben hat, dass er übelst Druck hat und mit ihr gerne in der Ecke gehen würde. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz unangenehm. Da hab ich dich. Guck doch, was du geschrieben hast. Guck doch. Wolltest mit mir um Ecke, ne? Weil du Druck hattest. Aber ne? Du bist ja nur eine, die man kann. Ich hab doch gerade eben nicht gesagt, dass ich dich klär. Also würdest du sie daten? Wie gesagt, wenn ich Druck habe, ja, aber sonst nicht so. Ja oder nein? Ja, aber hat er jetzt gerade Druck oder nicht? Ist dann halt die Frage. Nein. Nein. Nette nein. Ja. Jetzt nein. Ja. Ich hab ja gesagt, ich wollte nett sein. Was hältst du jetzt? Ja. Ist von ihm? Bisschen arrogant. Arrogant? Du kriegst von mir trotzdem ein Ja, weil ich Herz hab. Stark. Oh, korrekt, ist korrekt. Stark. Stark.
Stark. Gerettet. Okay, stell dich vor. Hallo, ich bin Lisa, bin 18 Jahre alt und komme aus Dortmund. Okay, Lisa. Okay, das war erstmal eine sympathische Vorstellung. Check ihn mal ab, oder? Bitte. Achso, ja, sie hatte Druck. Genau, das kann natürlich sein. Okay. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Ich gebe dir ein nettes Nein, aber ich sag mal so, Charakter zählt mehr, also achte ich mehr auf Charakter anstatt auf Aussehen. Gelogen, ne? Ja, was war das jetzt? Okay, Hauptsache er hat sie zensiert, aber hier im Hintergrund ist nochmal Face zu sehen, ohne da jetzt drauf aufmerksam machen zu wollen. Also, auf einen Kaffee würde ich schon trinken gehen. Ja. Haben wir jetzt ein Ja oder ein Nein? Ja, sagen wir ja. Ja? Ja. Okay, wir haben hier ein Ja. Stell dich vor. Ich bin Mohammed, 17 und komme aus Dortmund. Check sie mal ab von oben bis unten. Mhm. Vielleicht gehen die einen Kaffee trinken und dann zeigt sich Charakter und dann merkt sie, dass er der Mann fürs Leben ist. Und dann hat Pumpy Monkey eine Ehe erschaffen. Okay, jetzt sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also sie hat einen guten Style. Ich würde sie daten, ja, aber ich bin halt ein Jahr jünger. Also auf dem Kaffee würde schon sein, ja. Okay, aber dann nicht zu spät wegen Koffein und so, sonst kann man nicht so gut einschlafen. Dann haben wir von beiden Seiten ein Ja, oder was? Okay, gut, korrekt, korrekt. Du hast auch Ja gesagt. Haben wir jetzt insgesamt... Kaffee mit einer schönen Pfeife, ja, vielleicht auch das. Ja, wobei er nicht, er ist 17. Dann dreimal Ja. So, sind wir schon bei der letzten. Stell dich vor. Hi, ich bin Ronja und bin 18 Jahre alt. Ja, ich bin jetzt nicht hier, um zu beurteilen, aber ich sag mal so, Augenbrauen eine Nummer dezenter wäre, glaube ich, cooler gewesen. Aber das ist ja immer eine Geschmackssache, ne? Ich bin 18 Jahre alt. Warte, ich spul zurück. Okay, jetzt. Hi, ich bin Ronja, bin 18 Jahre alt und komme aus Dortmund. Ronja? Ronja. Ronja, check ihn mal ab von oben bis unten. So, jetzt sag uns, würdest du... Clean Air Force. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Ja, was... Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Boah, die mit dem blauen Shirt, die eben so zensiert war, ne? Die geht hier hinten ganz energisch dahin. Das ist für mich gerade ein bisschen spannend. Also kann sein, dass da hinten vielleicht Prügelei jetzt kommt. Ehrlich sein. Er sieht gut aus, so ist okay. Nee, die reden nur. Okay, so, aber für mehr glaube ich nicht. Also so freundschaftlich, so. Weißt du? Oh, Friendzone-Things? Ja oder nein? Bewertest du eigentlich die Outfits deiner Freundin auch? Ich gebe aber immer einen Senf dazu ab. Ja. Machen wir freundschaftliches Nein. Nein. Freundschaftliches Plus vielleicht auch. Nein. Okay. Komm her. Stell dich vor, John Broke. Bruder, ich bin Kemaljan, bin 21 Jahre alt. Kemaljan. Ich komme aus Wanne-Eickel. Du hörst dich sehr so mit Feuer an, warum? Bruder, ich bin geladen. Oh. Warum denn? Check sie mal ab von oben bis unten. Es ist so beruhigend, dass Corona endlich vorbei ist in Dortmund. Ja, Mann, stimmt. Kemal, sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein. Bruder, ich kenne Ronja. Wir hatten vor ein paar Jahren Kontakt. Sie ist hübsch, hat einen guten Fick, also gutes Dings, Style. Aber auch nein. Ich stehe so eher auf Türken oder Marokkanerin, so ein bisschen braun gebrannt und so. Babaloke! Also auch auf korrekt. Weil diese Soundeffekte, das hätte nicht sein müssen. Nein, also ist nicht mein Geschmack, aber so raus kann man gehen. Hast du jetzt ja? Raus kann man gehen, man muss sich nicht schämen auf den, ne? Ja gesagt? Nein, Bruder. Nein. Woher? Dortmund, was geht ab? Ja, es gab krassere Folgen, sage ich euch ehrlich, aber lustig war es trotzdem.